Jo Leute, was geht und willkommen mal wieder hier zu einem Video und zwar nicht Heroes of Might and Magic, nicht Gilde, sondern Age of Empires 3. Ja, ich habe überlegt, es kann sein, dass es daran liegt, dass ich die ganze Zeit immer solche Frame-Einbrüche habe, dass das Internet etwas überlastet ist und dass da ein bisschen die Spielqualität in Mitleidenschaft zieht und somit dann halt auch die Lags mit sich bringt. Ist eine Vermutung, deswegen versuche ich gerade hier mal die Runde aufzunehmen. Wenn es nicht klappt, dann wirst du zumindest, woran es jetzt bei mir liegt und was genau bei mir nicht klappt, wenn ich versuche aufzunehmen. Was vielleicht auch mal ganz gut wäre. Damit ihr überzeugt sein könnt, dass es nicht klappt bei mir im Moment. Ich spiele jetzt gerade auf der Asian Dynasties. Ich spiele auch mit den Franzosen und ich nehme einfach mal das Deck hier. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr von Age. Die Sounds sind eventuell auch ein bisschen zu laut. Ich weiß auch nicht, warum ich mit Speer da angreift. Ich muss mal vielleicht die Sounds ein bisschen runterstellen. Vor allem die Musik mache ich mal am besten aus. So. Ja, okay, ich höre die Sound noch. So, dann schießen wir auch mal das Rehwild hier weg. Also zu meiner Verteidigung muss ich nur sagen, ich habe jetzt so scheißen lange kein Age mehr gezockt, weshalb ich wahrscheinlich nichts mehr drauf haben werde. Also nicht, dass ich vorher so besonders gut war, aber ich war wahrscheinlich besser, als ich es jetzt bin. Weil im Moment, ich habe mal eine Runde versucht zu spielen, ich habe so haushoch verloren und ich weiß nicht, woran das genau liegt. Es kann sein, dass es daran liegt, dass man 3 Monate kein Age mehr spielt und es dann nicht mehr ganz so gut funktioniert, wie es vorher funktioniert hat. Ich hoffe mal, dass ich es wieder hinkriege. Eventuell werde ich mal so eine Videoreihe starten, wenn es wirklich wieder geht mit dem Age, wo ich ein bisschen versuche zu trainieren und auf eure Tipps einzugehen. So, ihr könnt mir zum Beispiel in die Folge einfach oder in die Kommentare von der Folge schreiben, dass ihr wollt, dass ich mit dem und dem Volk spiele und dazu ein paar Tipps schreiben, wie ich damit spielen soll, also was ich da genau machen muss. Dann werde ich versuchen, mit euren Tipps halt so ein bisschen zu trainieren, dass ich wieder ein bisschen ins Spielen reinkomme. Wie gesagt, es geht natürlich nur so, insofern es auch klappt mit Age. Eventuell sollte ich mal vielleicht sogar die Grafikeinstellungen die Shader-Qualität und sowas. Eigentlich will ich euch ja ein ziemlich gutes Gameplay geben. Aber es ist ein bisschen schwierig. So. Ich glaube, ich muss mal hier sowas ein bisschen. Ich hoffe einfach mal, dass es okay für euch ist. Es sieht auch total beschissen aus so. So, als ob ich überhaupt das. Ne. Also, Fußsprung kann man ausschalten, aber Shader-Qualität möchte ich schon auf hoch haben und Schattenqualität wenigstens auch auf hoch. Stelle ich eben die Geländestufe auch noch etwas auf niedrig ein. Ja, ich glaube, damit kann man leben. Die Grafik ist jetzt nicht so atemberaubend, aber damit habe ich jetzt schon mal wieder 5 bis 10 FPS gewonnen. Und das Problem dabei ist, dass ich die ganze Zeit nicht geguckt habe, was ich als so habe im Moment, obwohl will ich, nein, ich will keinen, ich habe auch Holz haben, ja. Ich teste jetzt ein bisschen rum, ich hoffe einfach mal, dass es damit jetzt klappt, weil im Moment laggt es nicht wirklich. Natürlich, mein Gegner muss mich angreifen. Der will meine Dorfwohner ablenken. Zumindest wenn ich jetzt gerade das hier als mein Gegner spielen will, würde ich dann mit seiner Taktik eher versuchen, dass mein Gegner nichts mehr sammelt, weil er die ganze Zeit abgelenkt ist. Ich bin eigentlich so verlockend. Ja, ich nehme einfach mal frühe Plänkner. Dann kann ich nämlich den einigermaßen gut waffen. Muss jetzt aber auch ziemlich schnell auf Gold umsteigen.
Habe ich jetzt eigentlich das mit dem Holz genommen? Ich hoffe mal. Dann steigen wir jetzt erstmal ein bisschen auf Gold um. Obwohl mit so viel nicht. Steigt unsere Produktion mal an. Ein paar Dorfbewohner noch dazu. Frühe Plänkner haben wir schon. Es kann sein, dass es auch einfach ein bisschen daran lag, dass mein Speicher ein bisschen zu voll wurde. Ich habe eine 250 GB Festplatte. Da muss ich auch noch mal ein bisschen dran rumtesten. Also, ich gebe mir gerade wirklich allergrößte Mühe. Ich habe auch schon im Internet recherchiert, woran es liegen kann. Und ich gebe wirklich allergrößte Mühe, ist gerade, dass es irgendwie klappt, weil ich ja schon merke, dass euch, glaube ich, schon, also zumindest ein paar Leuten, das Age ziemlich fehlt. Ich hoffe aber, ihr seid jetzt mal nicht allzu streng, was das Gameplay angeht, sind die Videos definitiv schlechter. Weil ich halt so lange nicht mehr gespielt habe. Es war aber auch einfach so eine Zeit, wo ich nicht so wirklich mehr Lust hatte, weil ich halt Age eigentlich total oft gespielt habe. Mittlerweile spiele ich es halt wieder ziemlich gerne. Ich habe es jetzt zwar nicht gespielt in letzter Zeit, aber ich finde es trotzdem nach wie vor eigentlich eines der besten Spiele. Und deshalb, ich baue jetzt erstmal ein Haus und danach eine Kaserne. Die haben nichts mehr zu jagen, dann gehen die bitte auch noch da oben. Also nach wie vor finde ich Age immer auch am besten. Ich habe mir schon, was ich auch vielleicht erwähnen kann, ist, ich habe mir für unsere Videos schon mal ein neues Thumbnail designen. Also jetzt für die Age-Videos habe ich ein neues Thumbnail designen. Das wird jetzt einfach ab jetzt fortgesetzt werden mit dem Design. So, kommen wir mal vier Dorfbewohner, bilden wir noch ein paar hier aus, ein paar können noch Gold hacken gehen. Bauen wir ein Haus und vielleicht sollen wir wirklich ein paar. Oh doch, das passt. Der kann Holz hacken und dann bauen wir die ersten Plänkner mal. So. Ich würde sagen, die vier Siedler und der eine gehen auf Holz und der Rest wird wieder weiter auf Nahrung und Gold verteilt. Ich will nämlich nicht zu großes Minus machen. Weil ich Nahrung dann ja schon dringend brauche eigentlich. Aber okay. Die erste Armee ist gerade auch schon dabei. Natürlich ziemlich Bevölkerungspunkte. Aber wir haben ein paar Plänkner. Unser Gegner, ich spiele übrigens auf Mittel, damit ich ein bisschen reden kann hierbei. Und halt ein bisschen rumprobieren kann. Ich werde wahrscheinlich auch, wenn ich wieder ein bisschen besser bin, das ein bisschen höher ansetzen. Mit dem Schwierigkeitsgrad. Bloß im Moment muss das gerade so ein bisschen so sein. Jetzt habe ich schon wieder mehr. Das will ich eigentlich auch nicht. Okay, dann gehen wir da unten wieder welche hin. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich werde jetzt auch ein paar Musketiere bauen, einfach nur aus dem Prinzip, weil. Oh, weil ich spiele Spanier, ne? Der hat, glaube ich, dann keine frühe Kavallerie, sondern wie ich die Komms setze, setze er auf Armbrustschützen und Musketiere und dann sollte ich vielleicht doch Plänkner nehmen. Jetzt fängt schon wieder mit den Lecks an. Wir sehen uns kurz nach einem kleinen Cut wieder. Ich will nämlich mal was ausprobieren. So, da sind wir wieder. Ja, ich glaube, die Soundoptionen sind schon wieder ein bisschen zu laut. So. Ja, ich habe, glaube ich, so einen kleinen Fehler gerade mal gefunden, aber meine Vermutung hat sich zumindest in einem kleinen Teil bestätigt. Und zwar war meine Festplatte einfach voll und die war einfach, würde ich sagen, zu voll. Das bedeutet, mein PC wurde immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer. Ich habe das jetzt alles auf eine externe Festplatte verschoben. Ich weiß nicht, ob das jetzt dadurch viel besser ist. Ich merke bloß gerade, ich komme hier an die Seite nicht an den Rand dran. Ich kann also, weil das Fenster irgendwie gerade so ein bisschen blöd ist. So. Ich glaube, ich steuere einfach mal mit den Pfeiltasten, das geht definitiv leichter. Ja. Wenn das wirklich so ist, ich versuche mal das alles jetzt über die Festplatte zu regeln immer.
dass ich dann nicht die ganze Zeit das Problem habe, dass es so leckt in der Aufnahme, weil es ein bisschen beschissen ist. Also würde ich mal sagen, ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich werde nämlich jetzt nicht immer in jedem Video alle 5 Minuten oder sowas einen Cut reinhauen, nur weil meine Festplatte voll ist. Das ist scheiße, finde ich, und das würde ich auch nicht wollen. Ich werde es wahrscheinlich irgendwie versuchen, so zu machen, dass ich mein Aufnahmeprogramm gleich auf die Excel-Festplatte speichern lasse. Also die ganzen Dateien, die ich da aufgenommen habe, sofort gespeichert werden. Weil Fraps nimmt einfach viel zu groß auf. Also die Dateien, die ich von die ich immer nach der Aufnahme habe, die sind einfach so unendlich groß. Ich glaube, 3 Minuten haben 3 GB. Ich habe eine 250 GB Festplatte und ich habe ja auch ziemlich viel anderes Zeug drauf auf dem PC. Und deshalb ist es ein bisschen. Ja, ich will mal meinen blöd, wenn ich dann. Was war das nochmal? Achso, die ganze Zeit Nahrung. Obwohl will ich. Ja, ich könnte jetzt eigentlich meine ganze Nahrung in Münzen umtauschen, aber das will ich lieber nicht machen. So, dann werden wir einfach mal zu denen hinwaschen. Ich weiß nicht, ob der irgendwas hat. Chasseur. Und da bin ich schon wieder einmal aus dem Fenster rausgekommen. Das ist immer ziemlich beschissen. Weil ich im Fenstermodus aufnehmen muss, sonst ist. Nein, da sind Pikiniere schon mal, aber da sind auch Siedler. Von daher nehme ich es einfach mal in Kauf. Die Pikiniere haben gegen meine Plänkner eh null Chance. Und dann gehen einfach meine Plänkner gleich dahin. Von den Punkten bin ich eben auch schon mal ein kleines bisschen voraus, würde ich sagen. Aber es ist immer noch so zu bemerken, dass es nur ein Komma auf Mittel ist und ich dafür jetzt von alleine ziemlich lange brauche. Ich kann nicht mal mehr rushen, was ich ein bisschen traurig finde. Aber okay, ich produziere weiter mal Leute. Ich sollte vielleicht auch ein paar Siedler produzieren. Und meine Plänkner hauen hier mal um. So, das ist noch ein Tomahawk-Werfer, der ist aber auch Geschichte. Ich glaube, dieser Angriff wird jetzt überhaupt kein Problem mehr sein. Ich werde es mir jetzt erstmal die ganzen Siedler hier gönnen. Das würde ich auch hier. Ich meine, beim Mittel laufen die ist noch gar nicht weg. Ich gehe jetzt also so hier hin und jetzt. Hat es einigermaßen gut geklappt. Die wollten nicht durch meine Plänkner durchlaufen. Jetzt kommen die wieder zurück, wollen ins Dorfzentrum rein und jetzt kann ich die eigentlich alle schön mitnehmen. Nehmen wir auch die gleich mit. Müssen wir wenigstens gleich nicht mehr hinterherlaufen, wenn die versuchen zu fliehen. So, nächsten Siedler. Dann gehen ein paar auf das Ding. Ein paar auf das Ding. Ein paar aufs Dorfzentrum. Und ja, ich bekomme auch noch bald. Oh. Zu dem Thema, ich hole mir bald noch einen neuen PC. Da werde ich dann 2 TB Festplatte haben. 1 TB, 2 TB, eins von beiden. Dann werden die Probleme nicht mehr da sein. Also mal abgesehen davon, dass der PC dann auch besser ist und es dann auch leichter ist, vernünftig für euch aufzunehmen. Ich lasse die Qualität jetzt erstmal aber so weit unten. Also ich meine, okay, es sieht jetzt ziemlich beschissen aus, sowas hier. Ich werde vielleicht hochstellen, wenn ich meinen neuen PC habe. Oh, da ist noch eine Armee. Aber das kann mir jetzt eigentlich auch egal sein. Dieses Spiel haben wir eigentlich definitiv gewonnen. Ich habe hier immer noch meinen schönen Stall, der immer noch nicht fertig gebaut ist. Wir gehen jetzt einfach mal da oben. So. Ich wollte mich eigentlich schon vorher um die ganzen Leute hier kümmern, aber okay. Das Spiel mag mich nun mal irgendwie nicht. Also machen die Leute, was sie wollen. Ist aber auch relativ egal. Weil mein Gegner jetzt gerade eh schon verloren hat eigentlich. So wie ich die Situation im Moment einschätze zumindest. Ich sollte vielleicht gleich mal ein paar Siedler mehr nochmal machen. Schick noch aufs Gold hacken.
der auch zum Gold sagen, hier habe ich zum Beispiel vergessen, dass hier noch ein Schatz ist, hier habe ich die ganzen Rehe nicht benutzt, sondern wir jetzt lieber nach hier oben hingegangen, was auch irgendwie ein bisschen dumm ist, aber okay. Weil es halt auch kein langes Spiel sein sollte, habe ich jetzt etwas die Wirtschaft und sowas vernachlässigt. Aber wie gesagt, ich wollte halt kein zu langes Spiel haben, weil es eher eigentlich so eine Testrunde ist, ob es möglich ist, nochmal Edge aufzunehmen. Und ja, so Runde zeigt es eigentlich an, ja, es ist möglich. Ich kann mit Edge weitermachen. Ja. Da haben wir gewonnen. 15 Minuten. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme jetzt ein bisschen länger ist. Ich muss ja zwischendurch eine kurze Pause machen. Einmal, als ich das alles verschieben musste. Und ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Wenn ihr wieder mehr von Age wollt, was ich hoffe, weil ich es jetzt etwas gedauert habe, bis ich herausgefunden habe, wie es jetzt genau geht wieder. Schreibt bitte in die Kommentare. Ich werde mich bemühen, jetzt wieder öfters Age zu bringen. Ich werde mich bemühen, auch mal ein paar andere Spiele zu spielen, wenn ihr es noch wollt. Weil nur Age könnte ein bisschen langweilig werden. Ich werde auch mit der neuen Serie anfangen, mit dem, dass ihr mir ein bisschen zeigen könnt, was ich für Völker spielen soll und was die Strategien dahinter sind, weil ich jetzt erstmal wieder reinkommen will. Und ich werde mich vielleicht jetzt ein bisschen so hocharbeiten, erstmal von den Comms her ein bisschen auf der mittleren Stufe bleiben, dann ein bisschen wieder auf Schwierige, auf Experte und dann wieder auf Spieler, auf Gegenspieler umsteigen. Ich werde jetzt auch die nächsten paar Spiele noch gegen Comms machen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch. Danach kommen auch wieder richtige, echte Spieler dran. Das ist mir eigentlich, finde ich, spannender. Bloß in meinem jetzigen Zustand kann ich es mir noch nicht, kann ich es euch und mir noch nicht zumuten, wirklich gegen echte Leute zu spielen, weil die mich alle in Grund und Boden zusammenschlagen werden. Weil ich keine Chance habe mit den Strategien, die ich im Moment hier benutze. Weil es einfach keine wirklichen Strategien sind. Ja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Auch wenn zwischendurch so eine kleine Störung drin war. Wenn ja, dann würde ich sagen, schreibt mir es in die Kommentare. Habe ich Ihnen zwar schon gesagt, aber ich wiederhole mich nochmal gerne. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.